Fischbestände. Sowohl Robben als auch Fische haben in letzter Zeit ganz neue Verhaltensweisen entwickelt. Diese sind so ungewöhnlich, dass sich niemand an Neufundlands Küste erinnern kann, jemals davon gehört zu haben. Neuerdings benutzen Robben Meeresbuchten als regelrechte Fischfallen. Eine Gruppe Sattelrobben hat einen Kabeljauschwarm in die Bucht getrieben. Das ist früher nie passiert. Wissenschaftler vermuten den Grund dafür darin, dass die Kabeljauschwärme einmal bedeutend größer waren. Ein großer Schwarm gerät nicht in Panik und lässt sich schon gar nicht in eine Falle treiben. In der Bucht haben die Fische keine Möglichkeit zur Flucht. Ihnen bleibt, um die Robben auf Distanz zu halten, nichts anderes übrig, als zum Ufer zu flüchten. Dieses Verhalten von Fischen und Robben ist so neu, dass es noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen darüber gibt. Die Robben erweisen sich neuerdings als wahre Feinschmecker. Hier, das tun sie mit dem Kabeljau. Sie reißen ihn auf und fressen nur die Leber. Sie sehen, hier ist keine Leber mehr drin. Sie reißen sie raus und lassen den Rest einfach fallen. Der Fisch stirbt und dann kommen die Möwen. Das Ausmaß dieser Kabeljaujagd wird unter Wasser besonders deutlich. Der Grund dieser Bucht ist mit totem Kabeljau bedeckt. Diese Bilder widerlegen die Ansicht, Robben würden keinen Kabeljau fressen, weil ihr Maul zu klein für große Fische sei.